Heute bringe ich die Themen mit Energie und Mobilität, Verkehr, das beschäftigt mich schon lange. Und Verkehr, und das kriegen wir heute alle mit, wenn es immer um Kraftstoffe geht und womit betreibt man eigentlich ein Auto. Verkehr hat mit der Energie untrennbar sehr, sehr viel zu tun. Und ich habe mit beiden Themen auch in meiner parlamentarischen Arbeit zu tun. Ich bin seit 2017 im Bundestag, ich bin seit Anfang an im Verkehrsausschuss und ich bin jetzt in der neuen Legislatur auch im Haushaltsausschuss. Da ist also jetzt auch mein Faible für die Zahlen wieder durchgekommen und im Haushaltsausschuss haben wir in der Fraktion die Zuständigkeit für die verschiedenen Ministerien verteilt und ich bin unter anderem zuständig für das Wirtschaftsministerium, das heute heißt Wirtschaftsministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das früher hieß Ministerium, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Aber das Stichwort Energie, das hat der Habeck aus seinem Namen rausgestrichen, obwohl eigentlich das im Moment das Kernanliegen ist, aber er betrachtet das eben durch die grüne Brille, nämlich durch die Klimaschutzbrille und wir alle als Bürger merken das mittlerweile und ich fürchte, wir alle werden das büßen müssen. Denn wir erleben heute eine selbst geschaffene Energiekrise. Die Politik schafft die Energiekrise, mit der sie uns alle beschäftigt. Die Politik hat die Eskalation der Sanktionsspirale mit Russland mit herbeigeführt. Und mit herbeigeführt die deutsche Politik und auch die Europäische Union und auch das, was von Washington aus gedacht wird, hat mit dazu geführt, dass wir jetzt kein Gas mehr bekommen. Und ich will gar nicht drüber spekulieren, das wäre nochmal ein eigenes Thema, wer jetzt Nord Stream 1 komplett und Nord Stream 2 zur Hälfte zerlegt hat. Und der zweite Teil, und der ist schon länger geplant von der Energiekrise, ist die sogenannte Energiewende mit Ausstieg aus fast allem, was in der Energie jederzeit zur Verfügung steht. Ausstieg aus der Kernenergie. Die Atomkraftwerke, die letzten, die es noch gibt, haben jetzt noch 9 Tage. Kohlekraftwerke sollen abgeschafft werden. Das Einzige, was dann noch dauerhaft Strom liefert, sind ein paar Wasserkraftwerke. Aber die sind in der Größenordnung von 1% von unserem Strom. Alles andere soll Wind und Sonne werden. Und damit, mit solch einem Flatterstrom, der mal da ist, der mal nicht da ist, kann man einfach kein Industrieland betreiben. Das geht nicht. Und es wird uns vorgemacht, es ginge doch. Und man könnte ja dann Gaskraftwerke bauen, die dann einspringen, wenn, wie wir jetzt wieder im Februar hatten, wochenlang keine Sonne scheint. Wochenlang fast kein Wind geht. Und Experten berechnen, dass das, was momentan an Gaskraftwerken vorgesehen wird vom Habeck, vorne und hinten nicht reichen wird. Was heißt das für uns? Der Strom ist jetzt schon der teuerste der Welt in Deutschland und zwar mit großem Abstand. Ja, wir können ja schon froh sein, dass wir mit der Strompreisbremse, die natürlich wieder aus Steuergeld bezahlt wird, nur in Anführungszeichen, ja, 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlen müssen. In allen anderen Ländern der Welt ist es weniger, ohne Strompreisbremse, weil die eine andere Politik machen. Jetzt, wenn die Kernkraftwerke weg sind, wird noch mehr Kohle verbrannt werden. Es ist völlig absurd. Die ganze Zeit wird über CO2 geredet. Wenn man Kohle verbrennt, entsteht das meiste CO2. Aber jetzt wird mehr Kohle verbrannt. Und der Strom wird nicht reichen. Und was passiert dann? Dann kommt, und die Bundesnetzagentur hat es schon gesagt, ich sitze da selber im Beirat als Stellvertreter, ich habe das gehört. Die Bundesnetzagentur sagt dann den Stromversorgern, ihr müsst jetzt die Abnehmer, die den meisten Strom ziehen, denen müsst ihr jetzt den Strom abregeln. Und das eine ist die Industrie, die müssen heute schon Industrieanlagen runterfahren, wenn der Strom nicht reicht. Die kriegen ja Geld dafür, aber das zahlen wir auch, das Geld. Ja? Und es geht jetzt noch weiter. Dann sind es genau die, die auf den Habeck reinfallen, die zahlen am meisten drauf. Weil die, wenn eine Wärmepumpe betreiben, um jetzt auf die modernste Art, wie es heute heißt, ihr Haus zu heizen, die kriegen die Wärmepumpe dann auf 3,7 Kilowatt, das ist 16 Ampere, abgeregelt. Und wer ein Elektroauto lädt und der Strom reicht gerade nicht, der kriegt seine Wallbox auf 3,7 Kilowatt abgeregelt.
Das ist die moderne Zeit. Der Strom wird nicht reichen. Vielleicht kommt es auch mal zum großen Blackout, was die wahrscheinlichere Variante ist. Strom wird überall abgeriegelt. Vielleicht werden mal einzelne Städte vom Stromnetz getrennt. Dann nennt man das Brownout, weil es nicht flächendeckend ist. Und der Strom fehlt. Das ist die Zukunft. Eine Mangelwirtschaft, eine energiepolitische Mangelwirtschaft. Und das kann man eigentlich nur noch Klimasozialismus nennen. Sozialistische Mangelwirtschaft. Das ist die Zukunft, in die wir gerade gesteuert werden. Zweites Stichwort bei der Energie ist das Heizen. Tobias hat es schon angesprochen. Was die in Brüssel sich jetzt ausdenken und was der Habeck sich ausdenkt, das ist ein Zangenangriff auf die Hausbesitzer aus Berlin und aus Brüssel. Der Habeck sagt jetzt ja, ab nächstem Jahr soll jede neue Heizung, die eingebaut wird, mit 65% erneuerbare Energien betrieben werden. Wobei Holz gilt da auch schon nicht mehr als erneuerbare Energie. Da kommen Sie dann wieder von Brüssel. Ja? Sondern das soll dann mit Wärmepumpe sein, vorausgesetzt der Strom wäre erneuerbar. Wir wissen, dass er das nicht ist, zum größten Teil. Und Bioenergie hat man kaum. Wasserstoff, den man irgendwann mal elektrisch erzeugen will, wenn man ganz, ganz viele Windräder und ganz, ganz viele Solarflächen hat, den gibt es im Moment auch noch nicht. Es ist kaum umsetzbar. Es ist nur mit dieser Wärmepumpe umsetzbar, wenn man die Augen zumacht vor der Herstellung des Stroms. Ein paar Ausnahmen soll es jetzt geben, aber die Ausnahmen sind lächerlich. Für Leute ab 80. Und Förderung soll es geben. Aber auch das ist am Ende mit gezinkten Karten gespielt. Denn der Habeck spricht jetzt schon davon, dass diese Förderung ja nach sozialen Kriterien passieren soll. Und was heißt das? Bis jetzt sind Wärmepumpen mit bis zu 40% gefördert worden. Ab jetzt oder ab 24 muss man dann auch noch seinen Steuerbescheid einreichen. Und wenn man da zu viel verdient, dann kriegt man nichts mehr. Die Förderung wird weniger und nicht mehr. Und das alles kommt auf uns zu. Einerseits vom Habeck, der kaum gebremst wird von der FDP. Die FDP hat sich jetzt groß als Sieger hingestellt aus dieser Koalitionsrunde. In Wirklichkeit haben die nur Brotkrumen bekommen. Und es geht immer noch weiter in die grüne Richtung. Die von der Leyen kommt, andere Seite der Zange mit dem Sanierungszwang. Tobias hat schon einige wichtige Zahlen genannt. Die EU-Kommission will jedes Land in Europa, und zwar jedes Land einzeln, das wird für uns hart, ich erkläre das jetzt in zwei Sätzen oder in vier Sätzen, dazu bringen, die 15% schlechtest gedämmten Häuser zur Energieeffizienzklasse G zu erklären. Und dann so gestaffelt von F, E, D, C, B, A die besseren Häuser einzusortieren. Die 15% schlechtesten Häuser aus Griechenland und aus Spanien, die sind viel weniger gedämmt als die 15% schlechtesten Häuser aus Frankreich oder aus Österreich oder aus Belgien. Und die 15% schlechtesten Häuser aus Deutschland, weil wir eh schon so auf diesem Fimmel sind, die sind wahrscheinlich fast die besten, vielleicht sind es noch im Norden, in Schweden und in Norwegen noch besser und in Finnland. Norwegen ist nicht in der EU, die haben es besser. Das heißt, wenn wir das bei uns mit unserem jetzigen Zustand als Maßstab besser machen sollen, dann ist es bei uns noch viel anstrengender als in jedem anderen Land von Europa. Wir zahlen drauf ohne Ende. Das ist die Wirklichkeit. So eine Sanierung kostet, das sagt der Wohnungsbauwirtschaftsverband, pro Haus 80 bis 120.000 Euro. Und es wird ausgerechnet, in Deutschland trifft es 6 bis 9 Millionen Häuser. Die sollen bis zum Jahr 2030 laut EU auf Energieeffizienzklasse E sein und bis 33 auf D. Und wer das nicht schafft oder nicht macht, der kriegt dann auch noch eine Strafe aufgebrummt. Das ist die letzten Tage rausgekommen, bis zu 50.000 Euro. Und das heißt, wer es nicht zahlen kann, der wird enteignet. Der muss sein Haus verkaufen, zum Beispiel an die Bank. Die Bank gibt ihm Kredit und dann kann er das ganze Zeug zahlen.
Aber letzten Endes wird er enteignet. Und das, was uns hier auf uns zukommt, ist die größte Immobilienenteignung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da stellen wir uns als AfD mit aller Kraft dagegen. Stichwort Verkehr. Das, was wir da hören, und das kam jetzt auch wieder von dieser Koalitionsrunde, wird immer einseitiger. Ganz klar ist die Richtung, es geht gegen das Auto. Es geht gegen die Autofahrer, egal ob die jetzt aus Spaß Auto fahren oder wie die allermeisten Auto fahren, weil sie Auto fahren müssen, zum Beispiel um zur Arbeit zu kommen. Dann werden solche gespinderten Ideen verbreitet, wie dass man mit dem Lastenrad ja auch einkaufen könnte. Und es werden alle Leute darauf verwiesen, ja, sie könnten ja mit dem öffentlichen Verkehr fahren und mit der Bahn. Und ich bin ein Freund der Bahn. Aber ich muss auch sagen, das, was wir heute erleben, ist die größte Krise, die die Bahn seit Jahrzehnten durchgemacht hat, weil sie so lange kaputt gespart worden ist. Die ganzen Verspätungen, die wir heute erleben, haben damit zu tun, dass es im Netz der Bahn hauptsächlich von der Substanz her fehlt. Eine riesige Sanierung steht an. Langsam dämmert das auch denen da oben. Das dauert aber ewig. Trotzdem versprechen sie, sie wollten die Personen, die mit dem Fernverkehr fahren, verdoppeln bis 2030. Und den Anteil, den der Güterverkehr hat beim Bahnverkehr, der ist heute so bei 18%, auf 25% erhöhen. Das ist ein Drittel mehr. Aber wo sollen die ganzen Schienen herkommen? Da braucht man zig Milliarden dafür. Alleine 50 Milliarden, und das ist noch vorsichtig gerechnet, um die Bahn wieder zu sanieren, dass alles das, was jetzt da ist, funktioniert. Nochmal 100 Milliarden, um die Strecken auszubauen auf das hin, was geplant ist. Das dauert Jahrzehnte. Und es wird uns aber jetzt schon abgenommen. Denn, und das kam auch bei der Koalitionsrunde, die wollen die Lkw-Maut erhöhen. Die wollen die Lkw-Maut ungefähr verdoppeln. Dann kriegen sie jedes Jahr vielleicht 6 Milliarden mehr. Das soll zum größten Teil in die Bahn. Aber wir bezahlen das alles. Denn alles das, was wir einkaufen im Supermarkt, das wird mit dem Lkw dahin gefahren. Und die Spediteure werden natürlich, es gibt keine Alternativen, die werden natürlich das, was sie zahlen müssen, auf die Preise, auf die Transportpreise aufschlagen müssen. Und das werden wir im Supermarkt bezahlen. Es gibt also den nächsten Schub in der Inflation, um den Verkehrsirrsinn der Regierung zu bezahlen. Und dann kommt noch, wieder Stichwort vom Tobias, Brüssel mit dem Verbrennerverbot. Das, was wir an E-Autos als Ersatz jetzt aufgedrückt kriegen, ist wesentlich teurer. Heute wird noch viel subventioniert und es ist trotzdem teurer. Hauptanteil vom Preis steckt in der Batterie. Es gibt weniger Arbeit in Deutschland für die Herstellung von einem E-Auto und das heißt auch, es fallen Arbeitsplätze weg und zwar in der Größenordnung von Hunderttausenden. Woher der Strom kommen soll, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, ist nicht gelöst. Und diese sogenannten E-Fuels, die werden aus Strom gemacht, also Sprit, der aus CO2, aus der Luft und aus Wasser und aus Strom gemacht wird, das kriegt man nur hin, wenn man ganz, ganz viel Strom hat. Aber wo soll der in Deutschland herkommen? Was also unterm Strich auf uns zukommt, ist, und da sind wir wieder beim Sozialismus, die Entmobilisierung breiter Massen. Denn es wird sich in der Zukunft, wenn es so kommt, wie die Grünen es wollen und wie die anderen es mitmachen, die Roten und die Gelben, es wird sich nicht mehr jeder ein Auto leisten können. Es ist einfach zu teuer. Der Sprit wird zu teuer, der Strom ist zu teuer, die Autos werden immer teurer, auch weil die Vorschriften immer mehr werden. Viele Menschen werden sich kein Auto mehr leisten können. Und das heißt, es gibt bittere Einschränkungen im Lebensstandard. Beim Heizen, beim Wohnen, viele Häuser wird es nicht mehr geben, die kann man nicht alle sanieren. Dann müssen wir sozusagen enger zusammenrücken. Und wie immer man es sieht, der Lebensstandard wird weniger und das heißt aber auch, der Staat wird weniger Steuern einnehmen. Gleichzeitig wird versprochen, was jetzt alles Tolles gemacht wird, natürlich aus Steuergeld für diese sogenannte Transformation
Ich sage voraus, das wird nicht funktionieren. Und wir als AfD haben im Bundestag die Aufgabe, die fällt uns von selbst zu. Wir als AfD haben im Bundestag die Aufgabe, auf alle diese Dinge immer wieder mit dem Finger zu zeigen, immer wieder die Debatten zu führen, wo wir die anderen dazu zwingen, die Karten auf den Tisch zu legen. Und wie schon gesagt, wir können sie nicht dazu zwingen, überall die Wahrheit zu sagen. Aber wir können sie dazu zwingen, immer dreister zu lügen, und das wird rauskommen. Und das ist unsere Aufgabe. Was wird passieren, wenn es so weitergeht? Die Regierung stellt es so hin, als wäre Deutschland Vorreiter beim Klimaschutz. Aber es ist noch nicht mal wissenschaftlich bewiesen, dass die CO2-Theorie stimmt. Es wird, wie ich gerade erzählt habe und erklärt habe, in eine wirtschaftliche Katastrophe hineinlaufen. Das kann noch mehr bedeuten, das will ich heute gar nicht alles ausführen. Wenn die Steuerlast, die Steuerkraft heruntergeht, die Steuerlast trotzdem hoch bleibt, aber halt weniger Volkswirtschaft da ist, die Schulden aber immer noch da sind, dann kann das auch noch in einen Crash reinlaufen. Das wäre ein eigener Vortrag. Wir zeigen möglicherweise der Welt gerade nicht, wie man mit guter Politik, die nicht gut ist, das Klimaproblem bewältigt, sondern wir zeigen wahrscheinlich der Welt auf unsere Kosten, wie man es nicht macht. Und die Chinesen und die Inder und alle, die mehr Zeit haben nach diesem seltsamen Pariser Übereinkommen, die werden von uns lernen, wie man es nicht macht. Aber wir sind dann ruiniert, und das ist die Aufgabe der AfD, das zu verhindern. Wir stehen für Freiheit. Wir stehen für Technologieoffenheit. Und wir stehen für eine Entwicklung von unten, getrieben von den Märkten, getrieben von dem, was die Leute wollen und dem, was die Leute kaufen, gerne kaufen, weil sie es brauchen können, und gegen die Diktate von oben, völlig egal, ob sie aus Brüssel kommen oder aus den grünen Parteizentralen. Das ist unsere Aufgabe, und ich freue mich über jeden von uns, der hier im Saal zuhört, der draußen im Netz zuhört und diese Botschaft mitnimmt. Es ist nicht zu spät, aber wir haben eine Aufgabe, das den Leuten zu erklären und dieses Desaster, vor dem wir stehen, zu verhindern. Applaus